Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Karten-Opening hier bei Gate to the Games. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich hier einen fetten Klopfer am Start, und zwar das neue Set Duelist Saga. Und ja, das Set enthält 100 Karten, und zwar viele Reprints, aber auch neue Karten. Und es sind Karten aus jeder Fernsehserie, das heißt vom alten Yu-Gi-Oh! Bis zum neuen ist hier alles dabei. Und ja, wir sind gespannt, was uns hier drin erwarten wird. Das heißt, wir würden das natürlich jetzt erstmal hier aufmachen schnell, dass wir dann auch schnell an die Box kommen. Ich finde, designtechnisch ist das schon wieder sehr, sehr schick. Sieht sogar besser aus als damals die Premium Gold Editions. Wir machen das Ding hier jetzt erstmal auf. Und wir sehen schon, es sind wieder 5 solche Pappboxen sozusagen. Aber ich habe mir sagen lassen, die sollen sehr, sehr cool aussehen. Und das sehen wir hier auch direkt. Eine Art 3D-Effekt, wenn man das sich mal anschaut. Hier ist die Pappe ein bisschen vorangestellt und hier drin nochmal Plastik. Und die Booster sind dahinter aufgestellt. Hier nochmal die Info, neue Karten aus jeder Fernsehserie. Wird interessant sein, was wir hier rausziehen können. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt ins Opening, denn ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich, ihr seid es auch. Und ja, dann wird das hier wahrscheinlich wieder ein bisschen viel Papier- und Plastemüll. Aber soll ja auch schön aussehen. Wir nehmen natürlich erstmal die Booster raus. Das packen wir zur Seite. Und dann haben wir hier zum Beispiel schon ein neues Monster. Das ist ein neues Nummernmonster. Und dann haben wir Yugi und den dunklen Magier. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach von links nach rechts. 5 Karten haben wir pro Pack. Das heißt pro Box 15 Karten. Und es kann durchaus sein, dass hier ein paar nette Reprints drin sind. Hier haben wir schon mal den heißen Himmelssturm, eine neue Heldensupport-Karte, die es richtig in sich hat. Den Text, den Effekttext könnt ihr ja gerne jetzt mal durchlesen. Also, die nimmt man doch gern mit. Zudem ist noch gesagt, ihr seht das vielleicht schon, es ist so ein bisschen eine Art neue Ultra-Rare-Technik. Die hatten sie angekündigt und die ziert jetzt auch sehr, sehr schön das ganze Bild. Werden wir, denke ich, bei anderen Karten noch ein bisschen besser sehen. Dann haben wir den vollgepanzerten Schwarzstahl-Lanzenträger. Sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir den stillen Angler. Alles Ultra Rares. Dann natürlich eine alte Karte, über die man sich sehr, sehr freut, denke ich mal, wenn man sie zieht. Das ist der Cyberdrache. Und dann haben wir Castell, der Himmelssprenger, Musketier. Sehr, sehr gute 4 XC, wenn nicht sogar die beste mit, die es jemals gegeben hat. Und das macht natürlich gleich mehr Spaß zu öffnen, wenn solche Karten drin sind. Hier haben wir eine neue oder eine andere Heldensupportkarte, Vermächtnis eines Helden. Hier cool mit den Flammenflügelmann teilen. Also das kann sich sehen lassen. Dann Wachpinguin. Hier sieht man es schon ein bisschen mehr. Das sind so schwarze Streifen, die dann immer ein bisschen von links nach rechts bzw. rechts nach links gehen. Dann haben wir Dunkelheitsbeschwörender Herrscher. Das ist die Karte, die im Anime einfach Uria, Ramon oder Raviel, die hier auch drin sein können, aus dem Deck specialt. Ungeachtet der Beschwörungsbedingungen, wenn man ihn als Tribut anbietet. Richtig cool. Dann der blauige weiße Drache. Und bei ihm sieht man es, denke ich, ganz gut hier, dieses Schimmern. Sehr, sehr cool, dass wir den dabei haben. Das lässt sich doch sehen. Und den nehmen wir gerne mit. In dem Artwork sowieso allererste Sahne. Und dann gleich noch dahinter Harmon, Herr des tosenden Donners. Eines der heiligen Ungeheuer. 4000, 4000. Einfach cool. Die kann man jetzt theoretisch als kleines Fun-Deck spielen, denn in dem Set soll sich auch eine Spielfeld-Zauberkarte für die Heiligen Ungeheuer befinden. Schauen wir mal, ob wir die dabei haben. Hier haben wir erstmal Brudonner, so eine Karte, die Denko Secker auf die Hand sucht, gerade für die, die Side-Deck-Karten suchen gegen Paläozoich zum Beispiel. Weiter geht's mit Aufeinandertreffende Wünsche, Necroid Synchro, dann haben wir Topf der Gegensätzlichkeit und Königlicher Erlass als Ultra Rare für dieses erste Pack. Ich würde sagen, das lässt sich doch auf jeden Fall sehen hier, dieses erste Pack. Und ich würde auch direkt sagen, wir machen mit dem zweiten weiter. Diesmal haben wir Cyberdrache, Yugi und den Blue Eyes. Schauen wir mal. Auch angekündigt soll sein der neue aufrichtige Held Neos, der einen 2500er Boost einem Helden gibt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, falls wir den ziehen. Weil der echt cool aussieht und ich würde euch den natürlich gerne zeigen. Und dann kommen wir zu den Packs, die uns hoffentlich noch schöne andere Karten bringen.
Hier haben wir nochmal den vollgepanzerten Schwarzstahl-Lanzenträger. Brudonner zum zweiten Mal jetzt. Nummer 94, Kristallnull. Dann haben wir die Rettungskatze mit neuer Errata. Also neuem Text sozusagen. Sie haben sie jetzt überarbeitet und bringen sie jetzt hier raus. Ist ja jetzt auch von der Banlist von den verbotenen Karten runter. Die Rettungskatze, richtig cool, dass wir die dabei haben. Und dann der zweite Cyberdrache. Da ist doch das Playset nicht fern. Und dann haben wir auch ein Cyberdrachen-Pack direkt. Schauen wir mal rein. Harpyien-Federsturm, neue Harpyien-Support-Karte. Diamantstaub, das ist so eine Karte, wo Wasserdecks sich in Acht nehmen müssen. Die zerstört nämlich alle Wassermonster auf dem Feld. Dann haben wir Amulett des Meeresherrschers, die ist dann wiederum für Wasserdecks. Edi Kriegerin, sehr, sehr alte Karte. Und rotäugiger finstere Metalldrache. Sehr, sehr schön, dass er auch hier dabei ist in diesem Ultra Rare. Die Rarity gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Ich hoffe, man erkennt das relativ gut. Auf halbem Weg in die Ewigkeit. Dann Diabound Kernel aus dem Anime, sollte der bekannt sein. Sehr, sehr geile Karte. Dann Säbelhai. Dann haben wir den Baumfrosch, auch cooler Reprint in Ultra Rare. Und dunkler Magier reiht sich neben dem weißen Drachen ein. Das muss natürlich am Ende eigentlich auch so sein. So, wir haben natürlich noch drei solche Boxen. Diesmal mit der Spinne Yugi und dem Rosendrachen, dem schwarzen. Aus dem 5Ds Anime von Akiza gespielt. Vielleicht bringt er uns ja Glück. Es sollen sich in diesem Set auch Karten befinden, wie Trishula zum Beispiel. Der wäre natürlich was ganz Feines. Und ein paar Karten mit neuer Errata neben der Rettungskatze, die kommen vielleicht auch noch zum Vorschein. Hier haben wir erstmal Aufeinanderprallen der Seelen, Vertrag mit Don 1000, dann nochmal Kernel zum zweiten Mal jetzt, fortgeschrittene Ritualkunst und eine Spiegelkraft in einem sehr, sehr schönen Ultra Rare. Hier sieht man es doch mal richtig nice. So, das Yugi Pack. Was bringt es mit sich? Den Tiefseehai auf jeden Fall. Dann haben wir den Doppelflossenhai gleich hinterher. Heißheimelsturm zum zweiten Mal. Dunkler Magier des Chaos. So eine schöne Karte, wie ich finde. Und Tiefseetaucher. Für alle Mörmelspieler natürlich eine der wichtigsten Karten. Sehr, sehr cool. Und das nächste Pack ist schon am Start. Aufeinandertreffende Wünsche. Kraftwand. Und da ist er, Elementalheld, aufrichtiger Neos. Und der sieht ja einfach mal mega cool aus. Das ist so eine Art Handtrap für das Deck. Gibt 2500 einem Elementalhelden. Richtig, richtig schön. Dann Baumfrosch nochmal und dunkler Magier. Auch hier zum Abschluss. Also die letzte Karte ist auch hier der dunkle Magier. Und dann kommen wir zu einem Pack. Hatten wir das nicht sogar schon mal? Den Yubi, den Blue Eyes und die Spinne? Ist immer schade, dass man diese schönen Boxen dann so zerstören muss. Aber man will natürlich an die Booster kommen. Und Konami hat, wie ihr seht, mal wieder nicht gespart an Plastik und Pappe. Aber da haben wir ein bisschen mehr zum Auspacken und ein bisschen mehr Zeit. Und ich hoffe, ihr bringt auch die Zeit mit natürlich. Und wir schauen ins nächste Pack. Da haben wir wieder Nummer 94. Weißer Schleier. Dann Showduell, richtig coole Spielfeldzauberkarte aus Arc 5. Und dann haben wir Bryonek, Drache der Eisbarriere. Ich dachte jetzt schon Trishula, aber Bryonek ist natürlich auch was Feines mit seiner neuen Errata. Er hat die Errata bekommen, dass er das jetzt nur einmal pro Spielzug machen darf. Und ganz hinten dran haben wir Schwarzflügel, Gale der Wirbelwind. Ah, wenn das hier mit Bryonek losgeht, dann ist doch ein Trishula vielleicht gar nicht so weit. Wachpinguin, dann haben wir nochmal den dunkelheitsbeschwörenden Herrscher. Heißer Himmelssturm, schädelsuchender Ritter als Reprint und der Urteilsdrache. Auch sehr, sehr cool für die Lichtverpflichteten natürlich. Das lässt sich sehen, denn Lichtverpflichtete finde ich richtig cool. Wird Zeit, dass Minerva mal einen Print bei uns bekommt, weil sie ist ja bisher nur eine Preiskarte. Heißer Himmelssturm, die hatten wir jetzt schon relativ oft. Beschwörung als Kette, stiller Angler, fortgeschrittene Ritualkunst und Gehirnkontrolle, ebenfalls mit neuer Errata. Ist ja jetzt, glaube ich, auch auf 1 gegangen bei uns. Von daher sehr, sehr cool, dass wir die dabei haben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pack. Und ja, ich hoffe,
Trotzdem, dass wir wenigstens ein bisschen Glück haben, was die Pulls angeht von Trishula oder MX Sable Beschwörer, der hier auch drin ist und ja momentan sehr, sehr spielbar. Von daher schauen wir mal, ob wir den direkt noch mitbekommen. Wir haben noch drei Packs und wir haben noch die Chance auf mehrere Karten, denn wenn ihr euch mal vorstellt, 100 Karten hat das Set und wir haben wirklich vielleicht gerade mal die Hälfte gezogen, wenn überhaupt. Karas Zepterstoß, Necroid Synchro-Ruf, dann Ewig Infernale Startrampe und ein dunkler Magier zum dritten. Also das Playset dunkler Magier damit voll. Zwei Packs noch. Freiender Effektor. Finsterlord Ukubek. Kosmisches Flimmern. Königlicher Erlass die zweite. Und ein Jinzo, den hatten wir natürlich auch noch nicht. Bei ihm sieht man auch wieder den Ultra Rare Effekt so, so gut. Sehr, sehr geile Karte, Jinzo. Die muss einfach dabei sein. Und das letzte Pack. Was hält es für uns bereit? Harpyien Federsturm. Amulett des Meeresherrschers. Gosukui. Der Bruder von Mizuki, würde ich jetzt einfach mal sagen. Seuchenverbreitender Zombie. Und die letzte Karte ist nochmal Ewig Infernale Startrampe. Das ist die letzte, die wir ziehen. Ich denke, man kann zufrieden sein mit dem Display. Und ich finde es einfach nur mega geil, dass all diese Karten hier in diesem Ultra Rare gedruckt wurden. Es gibt natürlich noch weitaus mehr. Das könnt ihr euch dann ja aber anschauen, wenn ihr euer Display holt. Deswegen schaut einfach mal im Shop vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung und dann könnt ihr euch auch hier auf diese geilen Karten freuen. Das war es erstmal hier von diesem Opening und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal hier bei Gate to the Games. Haut rein. Ciao.